Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus erster Quelle. Die Uhr tickt. Ende des Jahres muss in Sachsen in Bezug auf das Abwasser der Stand der Technik erreicht sein. Das bedeutet, auch im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge muss jeder Hauseigentümer sein Abwasser entweder zentral ableiten oder eine vollbiologische Kleinkläranlage aufweisen. 1. Januar ist Stichtag. Dann zählt nur noch der Anschluss an das Kanalnetz oder eine eigene vollbiologische Kleinkläranlage. Da deshalb zahlreiche Hauseigentümer im Verbandsgebiet an das zentrale Abwassernetz angeschlossen werden wollten, traten sie an die Wasserwerke mit der Bitte um eine Lösung heran. Wir haben als Verband umgedacht und haben gesagt, jawohl, man kann nicht jeden anschließen, aber wir haben uns eine finanzielle Obergrenze gesetzt. Und das sind dieser spezifische Wert von 3.000 Euro pro anzuschließenden Einwohner, wo wir gesagt haben, bis zu dieser Grenze gehen wir mit. Und was alles darüber ist, muss über einen Bürgerzuschuss von den Bürgern bezahlt werden. Ein Investitionskonzept bis 2020 für knapp 11.000 Einwohner im Verbandsgebiet wurde daraufhin erstellt, 43 Millionen Euro groß. Dem abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Landkreis und dem Zweckverband stand der Freistaat Sachsen zunächst skeptisch gegenüber, stimmte ihm aber letztendlich zu. Dieser Vertrag sichert den anzuschließenden Grundstücken ab 2016 Bestandsschutz für die bestehenden Kleinkläranlagen bis zum zentralen Anschluss zu. Der Vertrag war der erste in Sachsen, mittlerweile wird er bei vielen anderen Abwasserzweckverbänden angewandt. Für die Wasserwerke Westerzgebirge bedeutet dies, in den Jahren 2015 bis 2020 werden noch einmal 3.250 Neuanschlüsse von Burkhardsdorf bis Johanngeorgenstadt an das zentrale Abwassernetz des Zweckverbandes angeschlossen. Und dort, wo es nicht anders geht, mit einem Bürgerzuschuss, der dennoch überschaubar ist und dem Kunden am Ende Entsorgungssicherheit bietet. Früher als geplant konnte in Schwarzenberg ein Großprojekt beendet werden, an dem vor allem die Wasserwerke Westerzgebirge beteiligt waren. Die Rede ist von der Baustelle auf der Bundesstraße 101. Ende Oktober wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben. Einen Monat eher als geplant trafen sich die Verantwortlichen mit den Baufirmen auf der am meisten befahrensten Straße von Schwarzenberg, der Straße der Einheit B101. Auf einer Länge von etwa 500 Metern zwischen Rathaus und Kreuzung Grünhainer Straße wurden die Trinkwasserleitung, ein Schmutz- und ein Regenwassersammler erneuert. Das war aber nur ein Teil der Arbeiten, denn hier bündelte man verschiedene Interessen und teilte sich am Ende effektiv in die Baukosten. Das eine ist die Stadt, die als Straßenbaulastträger für den Fußweg zuständig ist. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, was für die Deckensanierung der B101 zuständig ist. Der Zweckverband Wasserwerke für den Abwassersammler und für die Trinkwasserleitung. Und unsere eigenen Stadtwerke Schwarzenberg für Gas, Strom und auch ein Glaswasserkabel wurde mit verlegt, was natürlich auch für viele wichtig ist, Thema schnelles Internet. Mitte Mai begannen die Arbeiten auf der B101. Sie verlangten vor allem von den Autofahrern während der Sperrung der Bundesstraße viel Geduld ab. Es war sehr viele Interessen zu bündeln von verschiedenen Auftraggebern. Wir haben einiges selber koordinieren können. Dass dann also trotzdem noch eine sehr harte Bauzeit gegeben worden ist, immerhin von 6 Monaten. Die Maßnahme sollte Ende November fertig sein. Und trotzdem hat das die Baufirma geschafft, einen Monat vorfristig diese recht komplizierte Baumaßnahme abzuschließen. Zentraler Auftraggeber waren die Wasserwerke Westerzgebirge. Sie verlegten 610 Meter Trinkwasserleitung, 400 Meter Schmutzwassersammler und 350 Meter Regenwassersammler neu. Zusammen mit dem durch den ZWW koordinierten Straßenbau belief sich die Gesamtauftragssumme auf knapp 930.000 Euro. Die nächsten Baumaßnahmen für 2016 und 2017 werden bereits vorbereitet. Wir haben jetzt noch in 2 Jahresscheiben vor, die Heinrich-Heine-Straße anzuschließen, komplett die Hausanschlüsse und die Mehrfamilienhäuser und die Weidauer Straße. Das ganze Gebiet fehlt noch und dafür die Voraussetzung, dass hier der Schmutzwasser und auch der Regenwassersammler liegt. Die Arbeiten auf der B101 beweisen einmal mehr, durch die richtige Kooperation und Koordinierung ist ein schneller Bauablauf möglich, der am Ende für alle Beteiligten zudem auch noch Geld spart. Und das war schon wieder von Aus erster Quelle. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut.